Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute wieder mit einem brandneuen Fahrzeug, nämlich den 2021er Lamborghini Aventador LP87-4 Ultimae. Diesen Wagen werde ich präsentieren. Wir werden ihn über die Teststrecke fahren und uns im Tuning auch ein bisschen ausnehmen. Und ihr hört schon, ich bin enthusiastisch. Ich freue mich auf diesen Wagen, weil ich glaube, es ist ein Wagen, der sehr, sehr viel Spaß machen wird. Ich bin auch sehr aufs Tuning gespannt bei ihm auf jeden Fall. Und es ist ein Wagen, den die meisten wahrscheinlich so gar nicht fühlen werden, weil sie sich ihn angucken werden und sich denken werden, ja, mein Gott, ist halt schon wieder ein Aventador. Es ist aber ein ganz besonderer Aventador. Und warum dem so ist, werde ich euch jetzt an der Stelle natürlich gleich mal erzählen. Wir gucken ihn uns erstmal an, nachdem ich euch gezeigt habe, wie man ihn denn bekommt. Das ist relativ einfach. Im Sommer aktuell für 20 Punkte. Wenn ihr das schafft, könnt ihr ihn euch in die Garage stellen. An der Stelle gehen wir mal kurz durch, was wir noch sehen werden die nächsten paar Wochen. Das sind zum einen der Aston Martin Vanquish Zagato Coupé, der aus Horizon 4 zurückkehrt. Dann der Volkswagen SP2 nächstes Mal, der Mazda MX-5 RF übernächste Woche und danach der 73er Volkswagen Thing. Das sind die neuen Fahrzeuge aus Serie 36. Ich habe ja schon ein Infovideo dazu gemacht. Kam auch gutes Feedback dazu an. Also ich werde das wahrscheinlich dann in nächster Zeit zu jedem Update machen, gehe ich davon aus. Dann in Serie 37, wo es dann das nächste Infovideo dazu geben wird. In ein paar Wochen werden wir dann auch Daily oder wie hieß es im Englischen? High Performance Dailies, glaube ich. Im Deutschen eben tägliche Hochleistung. Es klingt sehr komisch. Haben da, bin ich mal gespannt, was da dann alles reinkommen wird. Täglich ist an dem Wagen hier nichts. Das ist definitiv kein Daily Driver, der Aventador Ultima. Ich finde ihn trotzdem wahnsinnig schön. Und auch wieder eine Rückkehr zu dieser sehr cleanen Form. Die Aventador-Modelle mit dem S und SVJ beispielsweise sind ja doch sehr in eine aerodynamisch krass optimierte Richtung gegangen. Das hier geht ja sehr in die Richtung des Ur-Aventador zurück. Dazu komme ich dann auch gleich nochmal ein bisschen mehr. Und ich finde, das ist auch mal eine schöne Abwechslung, wieder dann so einen cleanen Aventador einfach mal zu sehen, um quasi auch nochmal sich vor Augen zu halten, ja, wie unfassbar schön dieses Modell in seiner Grundbasis überhaupt ist am Ende des Tages. Also ich finde es sehr geil. Auch die Endrohre, also das ist schon brutal einfach nur, das ist wirklich einfach ein Schlag in die Fresse, muss man einfach mal so sagen. Wir können die Haube öffnen, um uns das Motörchen hier mal anzuschauen. Wir sehen super viel Carbon an der Stelle. Es steht V12 drauf, dass die Zahlen darunter ist die Zündreihenfolge der Zylinder. An der Stelle auch mal interessant zu erwähnen. Gab es bei den Aventador-Modellen vorher? Weiß ich gerade gar nicht auf jeden Fall. Dann können wir auch hier vorne mal aufmachen und sehen, dass wir sogar einen gar nicht allzu kleinen Kofferraum haben. Also da geht schon ein bisschen was rein auf jeden Fall. Ich denke, ein Kasten Wasser wird man da mit Sicherheit, wenn man die Flaschen aus dem Kasten rausnimmt, gut platzieren können. Wir setzen uns mal rein. Ich finde die Türen vom Aventador so geil, ne? Kann man auch mal sagen an der Stelle. Wir setzen uns mal rein auf jeden Fall. By the way, die einzige Gemeinsamkeit zwischen dem Aventador Ultima und dem Toyota Sierra, die Türen. Hier drinnen ist es dann auch einfach ein fucking Kampfjet. Also ich finde, das Aventador Interieur ist eines der gelungensten Interieure in der Geschichte des Automobils. Ich kann es nicht anders sagen. Das sieht einfach geil aus am Ende des Tages. Gerade auch hier mit dem Carbon und dem Alcantara überall im Ultimae. Ich finde, das ist wirklich eines der in sich stimmigsten und schönsten Interieure, die ein Auto je hatte. Muss ich ehrlich sagen. Also mir gefällt es hier drin richtig gut. Ich würde sagen, wir starten ihn mal. Er hat eine besondere Startanimation. Interessant, okay. Er klingt leicht anders als der alte Aventador. Oder täusche ich mich das gerade? Kann mich auch täuschen. Vielleicht ist es Placebo, aber ich habe das Gefühl, der klingt minimal anders in seiner Note. Wir fahren den auf jeden Fall erstmal aus und dann werde ich euch ein bisschen was hier natürlich zu ihm erzählen können. Beziehungsweise bevor wir das machen, sind wir mal ganz kurz unterwegs. Wohin genau? Ist ein weiter Weg. Egal, wir fahren doch trotzdem jetzt mal hin. Hier in den Süden runter. Um uns auch mal Carson Coffee anzuschauen. Das, der Teil der Evolving World tatsächlich. Auf jeden Fall ein bisschen was kann ich euch trotzdem ja schon mal zu ihm erzählen. Wir haben hier den Lamborghini Aventador LP87-4. Ultimae, LP Longitudale Posteriore, die Platzierung des Motors, also längs hinten, 780 PS, 4 angetriebene Räder,
Und Ultima ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Unterlaube ein 6,5 Liter V12 Saugmotor, welcher 780 PS dementsprechend auf die Räder runterbringt und 720 Newtonmeter Drehmoment auf ein Leergewicht von knapp über 1,7 Tonnen. Von 0 auf 100 geht er in 2,8 Sekunden. Die Topspeed ist bei 355 km/h erreicht. Preislich liegt er bei 400.000 Euro. Ja, das ist hart. Das ist ein ziemliches Brett für den Aventador, muss man ehrlicherweise sagen. Er ist aber limitiert, falls es das besser macht. 350 Stück wurden vom Coupé gebaut. Ich habe drei davon und es gibt noch 250 Roadster-Modelle, by the way, die ich persönlich sehr viel lieber gesehen hätte. Einen Ultima Roadster, weil dann hätte er sich nochmal ein bisschen mehr abgehoben vom Aventador, den wir bereits im Spiel haben. Hier auf jeden Fall jetzt erstmal kurz Cars and Coffee. Wir haben hier unter anderem auch ein kleines Fotostudio, wo du dich jetzt hier reinstecken kannst. In der Nacht leuchten die Lichter hier auch. Ansonsten hier eben dieser Coffeeshop. Hier kann man auch quasi in so eine Art Drive-In reinfahren. Ich finde das ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das ziemlich, ziemlich cool auf jeden Fall. Und würde mir eigentlich sogar fast wünschen, ich meine, hier in dem Kreisverkehr ist ja nichts. Es ist ja nicht, dass hier irgendwie etwas ersetzt wird oder so. Ich finde echt, das sollte bleiben. Weil, warum denn nicht? Wie gesagt, hier ist ja nichts, was irgendwie großartig ersetzt wird. Deswegen lass das doch einfach drin. Ich meine, ja, man kann schon mal ringen, wenn man unbedingt möchte, das Argument anführen. Hey, es ist ja so, es soll ja sich entwickeln und dementsprechend vielleicht noch kurzzeitig da sein. Ich würde das Gegenargument anbringen, wenn sich was entwickelt, dann bleibt die Entwicklung im Regelfall aber halt auch permanent. Also überlegt mal, wie geil die Welt aussehen würde, wenn gewisse Deko-Objekte oder sonstige Sachen, so die beispielsweise das, was wir nicht bei Horizon Apex hatten, sondern die Serie davor, wo der Mustang reingekommen ist. Dieses Mini-Festival, sag ich mal, diese zwei, die wir hatten, wenn die auch noch mit dabei gewesen wären und vielleicht wirklich als Festival-Außenposten mit etabliert werden, hätte ich cool gefunden. Und wie gesagt, auch hier diesen Coffeeshop einfach permanent beibehalten, warum denn nicht? Wäre doch geil gewesen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall kommen wir nochmal kurz zum Aventador zurück. Es ist der leistungsstärkste Serien-Aventador, der existiert hat, Sondermodelle ausgenommen. Wie den Sian beispielsweise, der auch beim Aventador basiert. Also rein, wie gesagt, die Aventador-Reihe. Ist das hier der stärkste Aventador. Der SVJ hatte ja, wie wir wissen, nur 770 PS. Und dementsprechend, Funfact an der Stelle, ist das Leistungsgewicht zwischen dem Ultimae und dem SVJ relativ identisch, tatsächlich. Obwohl der SVJ natürlich ein bisschen leichter ist, das Leistungsgewicht ist relativ exakt identisch. Interessanterweise. Es ist hier auch der letzte Aventador, der gebaut wurde, bevor dann der Revuelto als sein Nachfolger eben gekommen ist. Und dementsprechend ist das hier wirklich ein sehr besonderer Aventador, der dann auch insofern nochmal interessant ist, weil Lamborghini ihm gesagt hat, okay, wir können mit dem SVJ natürlich aufhören oder wir können eine noch krassere, extremere Version bauen, die nochmal alle Rennstrecken vorderholen wird. Man hat aber gesagt, nein, wir gehen eine andere Route. Wir gehen die Route, dass wir einen Aventador bauen, der im Prinzip eine Hommage an den ursprünglichen Aventador ist. Und allerdings halt sehr viele Techniken, wie beispielsweise die Vierradlenkung, nutzt, die über die Zeit eben reinkommen. Sind quasi so die ultimative Form des ursprünglichen Aventadors. Und das finde ich persönlich einen sehr, sehr coolen Gedanken auf jeden Fall. Was auf jeden Fall eine Sache wäre, könnten vielleicht mal ein paar andere Hersteller bis öfter mal machen. Und deswegen sieht er halt auch hier so clean eben aus am Ende des Tages. Ich meine, der Flügel hinten, der wird leicht optimiert sein im Verhältnis zum alten Aventador, aber der Diffuser beispielsweise ist ja schon eine ganz andere Nummer. Die Auspuffrohre, also wirklich. Man erkennt in seiner Grundform schon, dass das hier ein Ur-Aventador eben sein soll, in eben einer etwas performanteren Version. Aber man erkennt schon die leichten Unterschied auf jeden Fall. Und das finde ich persönlich sehr cool. Wie gesagt, es ist vom Grundkonzept her für mich sogar vielleicht der coolste Aventador, der existiert. Bin ich ehrlich. Wie gesagt, ich hätte den Roadster ein bisschen cooler nochmal gefunden hier im Game, weil dann hätte man zumindest mal einen Aventador Roadster gehabt und eben nicht immer nur die Coupé-Version vom Aventador SV, vom Aventador SVJ und vom Ultima eben, sondern vom Ultima dann vielleicht der Roadster. Den hätte ich ein bisschen schöner gefunden gehabt. Schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr das eventuell auch so seht. Würde mich interessieren, ob, oder ob ihr mit dem Coupé ein bisschen
glücklicher seid, weil das ja doch das etwas performantere Fahrzeug ist von denen. Ein Roadster ist natürlich immer noch mal ein bisschen schwerer, logischerweise. By the way, Vierradlenkung auch im Game vorhanden. Jetzt auf jeden Fall nehmen wir den Ultimal, fahren ihn mal über die Teststrecke und gucken uns an, wie er da so steht, auch im Verhältnis natürlich zum ursprünglichen Aventador. Damit ist der Ultimar an der Startlinie und fährt hier los und schießt ja Halleluja nach vorne. Das ist weit unter 2,8 Sekunden von 0 auf 100. Das waren knapp so 2,3 ungefähr. Mit 780 PS. Holy shit. Ja, hat halt einfach den perfekten Mix aus Power und Grip einfach, muss man sagen. Also das ist jetzt nicht zu viel. Es gibt natürlich da 1000 PS Wagen, die dann halt Wiesbaden mit 4 Rädern von der Linie weg haben. Das hat er hier halt nicht. Also ich finde, der Ultimal, und das sieht man auch hier, wenn man ihn um die Kurven fährt, man sieht ihm schon an, dass hier Technik drunter steckt. Vom S, vom SV, vom SVJ. Vielleicht noch von auch teilweise Modellen wie Centenario und so, wobei es da natürlich dann die Frage ist, wie sich das überschneidet, dann ohnehin schon mit dem SVJ. Und das ist wirklich krass. Also der alte Aventador ist ein relativ, sagen wir mal, dicker Panzer. Sagen wir mal ehrlich, also für einen Supercar ist das ein dicker Panzer, der alte Aventador. Und auch wenn wir hier jetzt eben nicht diese krassen aerodynamischen Benefits haben vom SVJ beispielsweise, fährt er sich so viel cleaner und agiler auch um die Kurven rum. Das ist wild einfach nur, das ist wirklich wild, das ist sehr, sehr geil, wie dieser Wagen sich fährt. Und das ist halt wieder so das Ding, man sieht ihn an und denkt sich, ja gut, ist halt nur wieder ein Aventador. Aber er ist vom Fahrverhalten nochmal was ganz, ganz, ganz anderes. Weil der ist nicht so schnell in der Kurve wie ein SVJ oder ein SV auch nur, würde ich davon ausgehen. Er ist auf der Geraden vielleicht nicht ganz so schnell wie ein Centenario. Er ist halt irgendwo bei allem so ein bisschen mittendrin. Aber in allem ist er sehr, sehr gut und sehr schön und clean am Ende des Tages unterwegs. Und das ist einfach etwas, die anderen Aventadors haben das in der Form nicht. Die haben das einfach nicht. Also, das hier ist, würde ich sagen, der Aventador, der vom Konzept her, von dem was er ist, vielleicht sogar am besten funktioniert auch irgendwo. Auch wenn es schwierig zu erklären ist, weil der SVJ das ja auch irgendwie macht. Es ist schwer zu erklären, muss man sagen. Auf jeden Fall kommen wir über die Ziellinie mit 282 km/h. Er setzt eine Zeit von 2 Minuten 15, 3, 2, 4 und ja, tatsächlich schmeißt sich damit relativ exakt zwischen den alten Aventador und den SVJ und ist ganz minimal nur langsamer als der SV. Ja gut, ganz minimal, sind immer noch 6 Zehntel, aber trotzdem. Finde ich persönlich, das ist eine sehr, sehr gute Zeit im Endeffekt. Gerade wenn wir uns anschauen, in welchem Umfeld er sich befindet. Wir sind hier bei Fahrzeugen wie dem AMG Black Series, 27 S-Buy, der Huracan STO. Also das sind ja wirklich jetzt keine schwachen Fahrzeuge, wo er sich befindet. Das ist wirklich für einen Aventador ohne ALA-System beispielsweise schon, ist das eine sehr, sehr krasse Leistung, wie ich finde. Er hat die Power, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Fast 800 PS, das hilft ihm natürlich sehr viel. Hat natürlich mehr als die meisten anderen Fahrzeuge, die sich da gerade vom I drumherum befinden. Er hat allerdings halt, wie gesagt, auch einfach die Kurvenlage, um das Ganze zu bestätigen nochmal. Er fährt sich super ruhig, super clean, überhaupt nicht mehr wie ein Aventador erstmal gewesen ist, sondern wirklich eben sehr, sehr stark einfach nur. Und dementsprechend, ja, muss ich sagen, gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Ich bin jetzt sehr aufs Tuning gespannt, was wir da so machen können. Weil, da mal gucken. Der alte Aventador hat ja ein paar Teile bekommen, ein paar Anbauteile. Ich hoffe mal, dass das ja auch der Fall ist. Ich glaube aber fast nicht dran. Wir haben den Racing-Fahrzeug zur Auswahl. Das machen wir natürlich nicht. Klar, wir können auf Heckantrieb gehen. Würde bei ihm sogar einiges an Gewicht rausnehmen, tatsächlich. Knapp 60 Kilo. Machen wir jetzt hier aber mal nicht, hätte ich gesagt. Wir können den Turbo aufladen, klar. Ich bin ein Fan davon, dass die Turboaufladung keine 3000 PS dazu gibt. Sondern dass das nur eine geringe, verhältnismäßig geringe Leistungssteigerung ist. Ich finde 80 PS für einen Twin-Turbo auf einmal auf einem Aventador nicht verkehrt. Also das gefällt mir schon sehr gut. Wir machen es aber heute trotzdem nicht. Wir haben Forza Aero. Okay, schade. Wir haben nicht mal ein Blaulicht. Das wäre natürlich cool gewesen. Na gut, dann halt nicht. Semi-Slicks hat er schon, klar. Reifen 2,55er vorne, hinten 3,35er, oder? 55er sogar, krass. Dann ist es nochmal beeindruckender, finde ich, dass er wirklich so wenig untersteuert.
Also das ist dann, finde ich, noch beeindruckender. Weil 100 mm vorne breiter zu hinten. Hinten breiter zu vorne. Ja, vorne breiter sind wir natürlich auch wild. Er ist eigentlich immer ein Rezept für dramatisches Untersteuern. Das hat er nicht wirklich in der Form, muss ich sagen. Also sehr, sehr stark. Da hätte ich die Vierradlenkung, klar. Die Vierradlenkung hilft natürlich sehr in der Kurve, in die langsamen Kurven ein bisschen besser reinzukommen und in den schnellen Kurven ein bisschen mehr Stabilität zu halten. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall ein Faktor, der da schon gut reinspielt. Wir geben ihm ein Renngetriebe. Ich verstehe nicht, wieso er kein Sportgetriebe hat, serienmäßig, keine Ahnung. Super komisch auf jeden Fall. Wir geben ihm noch ein Renndifferenzial. Sehr, sehr gerne. Rennfahrwerk hat er bereits. Okay, das wundert mich jetzt nicht, ehrlicherweise. So wie er sich gefahren hat. Überrollkäfig können wir ihm geben. Machen wir jetzt heute aber nicht, natürlich. Und Gewicht können wir reduzieren auf... Oh, wieso nicht eine Zwischenstufe noch rein? Wieso nicht noch eine Zwischenstufe, wo wir irgendwie 80 Kilo rausnehmen nur? Das hätte, finde ich, echt noch gefehlt. Aber gut, dann gehen wir halt auf die 1,55 Tonnen runter ungefähr. Jetzt ist die Frage leistungstechnisch, wo wir hingehen. Ich hätte sogar echt fast gesagt, wir gehen jetzt mal ein bisschen mehr ins Extreme und geben ihm so 900 PS ungefähr. Ich glaube, das würde ich ganz fühlen. Oder 780 vielleicht, wenn wir jetzt schon den runden Wert haben. Wir gucken mal, ob wir vielleicht exakt auf 900 kommen. Sieht aber nicht danach aus. Nee. Ja, dann bleiben wir bei 880. So 100 PS drauf nochmal. Sollte ihm ganz gut stehen eigentlich, hoffe ich. Alright, dann gehen wir hier noch rein. 25.000 Credits, geil. Oh, super, ich bin sogar. Die sind selten mittlerweile. Die sind sehr selten. Im Meisterschaftsbaum. Meisterschaftsbaum? Nee. Wir haben ein paar Serienfarben auf jeden Fall. Wir haben ihn einmal diesem Grau natürlich und dann noch alle Farben, die man von Lamborghini kennt natürlich. Das ist, glaube ich, die Farbe vom Cyan. Nur ein bisschen matter, wenn mich nicht alles täuscht. Sehr schick auch auf jeden Fall. Ja, alles was das Lamborghini-Herz begehrt, kein Grün, interessanterweise. Ich gehe davon aus, in der Realität kriegst du ihn in allen Farben, die du haben möchtest. Ich glaube, es sind 18 Farben, die Lamborghini anbietet. Aber sind wir ehrlich, wenn du dir einen Ultimar bestellst und du gehst auf einmal hin zu Lamborghini und sagst ihnen, hey, weißt du was, ich hätte super gerne den Wagen in Pink und ich habe zufällig gerade 50.000 Euro in meinem Aktenkoffer bei mir, dann wird Lamborghini dir das Ding auf Pink machen, gebe ich 100%. Ich habe allerdings gesagt, komm, ich möchte ihn in Blue Nethons haben. Oder Netuns, wie man es auch aussprechen möchte. Das ist, finde ich, ein sehr kräftiger Blauton auf jeden Fall, den ich aber super geil finde. Der steht dem Aventador, finde ich, insane gut. Gerade im Ultimar, ich finde den wahnsinnsgeil auf dem Karren. Ist freigegeben, das Design, wie ihr seht, wie ihr gesehen habt. Ich finde, das steht dem unfassbar schön. Wirklich eine sehr geile Farbe einfach nur. Und ja, deswegen werden wir ihn heute auch in diesem Farbton ausfahren. Wie gesagt, Farbe ist freigegeben. Wollt ihr sowas öfter sehen, dass ich einfach mal mit einer Serienfarbe zusammenmische für ein Auto? Ich habe es ja mit dem Taycan schon gemacht, das haben ein paar Leute auch runtergeladen. Fühlt ihr das, wenn ich das vielleicht öfter mal mache? Dass ich, wie gesagt, einfach mal mir so eine Serienfarbe zusammenbaue und das dann auf den Wagen drauf mache und dann freigebe, wenn der Wagen keine andere schicke Serienfarbe hat. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Weil ich finde doch, teilweise kann man damit sehr coole Farben auf die Fahrzeuge draufbringen, die ihr Fahrzeuge dann im Spiel gar nicht haben eigentlich. Und ich meine, wie gesagt, also guckt euch das mal an, das ist einfach geil, finde ich. Das ist einfach geil. Genauso geil wie der Fakt, dass wir jetzt schon 300 drauf haben. Halleluja, schießt er nach vorne. Nee. Also reden wir mal kurz Tacheles. Ich verstehe die Leute, die den Wagen nicht wirklich fühlen in Game. Ich verstehe das absolut. Weil im Endeffekt glaube ich, alleine wenn wir bei Lamborghini einfach nur bleiben, gäbe es wahrscheinlich irgendwie 10 Modelle, die man reinbringen könnte ins Spiel, die sich mehr abheben von den Modellen, die wir bereits haben in Game, die sinnvoller wären, in Anführungszeichen, die einfach neuer wären im Endeffekt. Sowas wie ein... Selbst sowas wie ein Urus Performante, meinetwegen. Oder ein Pre-Facelift Muselago oder Gallardo. Den Charama wieder zurückbringen, den Jalpa beispielsweise, den 350 GT überhaupt bei einem Forza reinbringen. Also wie gesagt, es gibt, glaube ich, alleine bei Lamborghini und dementsprechend, wenn man von Lamborghini weggeht und einfach allgemein das Automobil betrachtet, gibt es sehr, sehr, sehr viele Modelle, die
wahrscheinlich neuer sich anfühlen würden. Deswegen, wenn mir jetzt jemand in die Kommentare schreibt, hey Andi, sorry, aber ich kann mit dem Wagen nicht anfangen, ist halt einfach schon wieder ein Aventador. Ich kann es verstehen. So, ich persönlich sehe halt, ich kann mich erfreuen an solchen, in Anführungszeichen, Nuancen, wo Fahrzeuge sich unterscheiden. Weil ich finde den Wagen gerade eben sehr spannend, weil da finde ich sehr gut die Entwicklung des Aventadors im Gesamtpaket repräsentiert. Dadurch, dass wir den Basis-Aventador, den LP700-4, ja auch im Game haben und man die beiden eben super vergleichen kann, präsentiert das, finde ich, sehr gut einfach die Entwicklung des Modells über die gesamte Dauer hinweg. Deswegen, das ist einfach sowas, wo ich mich persönlich sehr dran erfreuen kann. Wenn daran eben kein Interesse besteht, dann ist der Wagen wahrscheinlich sehr unnötig für die meisten Leute. Gerade wenn man bedenkt, dass der Ur-Aventador halt ein Liberty Walk Cat beispielsweise hat oder eben die anderen Performance-Teile, Optik-Teile, wo ich gerade die Marke ehrlicherweise vergessen habe, von wem das ist. Deswegen kann ich es schon durchaus verstehen, wenn mir jetzt Leute sagen würden, hey, Andi, sorry, ist nix, der Wagen. Hätte ich absolut nicht gebraucht. Ich hoffe trotzdem, dass ihr dann auf der anderen Seite genauso, ne, da sind wir bei einem Punkt der, des gegenseitigen Respekts und Akzeptanz auch irgendwo, dass ihr es halt verstehen könnt, dass ich mich gerade an so einem Wagen einfach wirklich extrem erfreuen kann. Und ihr da jetzt nicht irgendwie denkt, was weiß ich von mir, so, hey, wieso freust du dich an so einem Karren? Also ich hoffe, ihr versteht zumindest den Punkt, wieso ich ihn interessant finde. Und respektiert das Ganze hoffentlich. Weil ich glaube schon, dass der ein oder andere vielleicht ein bisschen überfragt war, wieso ich mit so viel Enthusiasmus in die Folge reingegangen bin. Aber es war halt für mich eben genau das interessant eben. Diese Entwicklung einfach von dem Modell. Das war für mich das, was einfach cool zu sehen war auf der Teststrecke. Und wie gesagt, ich finde, dass wir hier einen Aventador haben, ohne großartig Aerodynamik, Vorteil gegenüber dem alten Aventador. Wie gesagt, ein paar Feinheiten und vielleicht der Diffuser, sowas in die Richtung. Dass er dem trotzdem dann knapp 5 Sekunden abzockt, das zeigt einfach, wie viel man mit dem Wagen gemacht hat. Dass er sich wirklich entwickelt hat von einem verhältnismäßig dicken Panzer zu einem waschechten Supercar. Es ist kein Hypercar, sind wir ehrlich. Also das hier ist für mich immer noch kein Wagen, der konkurrieren sollte mit einem 918 Spider oder sonst irgendwas. Und die Fahrzeuge sind halt auch mittlerweile schon 10 Jahre alt. Kurze Identitätskrise für manche Leute an der Stelle, das weiß ich ganz genau. Ne, wie gesagt, es ist für mich immer noch kein Hypercar. Von der Performance her ist er das einfach nicht. Das ist vielleicht der SVJ. Alle anderen Modelle sind das nicht, meiner Ansicht nach. Der Aventador ist ein Supercar am Ende des Tages. Da hat auch der Ultimar nichts dran geändert, meiner Ansicht nach. Aber es ist dann eben doch zu einem verdammt guten Supercar geworden am Ende des Tages. Ich glaube, bei ihm können wir jetzt sogar ein bisschen mehr Sturzball fahren. Um ihn einfach ein bisschen aggressiver vielleicht nochmal hinzukriegen beim Einlenken und allgemein bei der Kurvenfahrt. Wir können ihn doch tiefer legen. Halleluja, wie viel denn? Jawohl, nochmal 4 cm ungefähr. Ja, ein bisschen höher soll er schon liegen. Ist allgemein ein Tipp für die Performance, den man mitgeben kann. Es ist selten wirklich gut, den Wagen einfach komplett tief zu legen, weil die Horizon 5 Map ist ja relativ vertikal, sag ich mal. Im Sinne eben dessen, sie ist eine Map, die sehr viele Erhöhungen, sehr viele Abfälle dann auf der anderen Seite wieder hat und auch sehr viele Bodenwellen tatsächlich. Und das Schlimmste, was ja halt passieren kann bei einem Auto, ist, wenn die Reifen nicht das einzige sind, was Kontakt mit dem Boden hat. Wenn der Unterboden auch noch auf dem Boden anfängt zu steifen, du beispielsweise dann eben anfängst aufzusetzen, was es ja am Ende ist dann, dann ist das somit das Schlimmste, was dir in Sachen Performance passieren kann eigentlich. Weil dann hast du zum einen eben sehr krasse Einbußen in der Beschleunigung, weil du halt eben mehr Reibung einfach hast, sehr viel mehr Reibung hast. Und in der Kurvenlage, klar, wirkt sich das natürlich auch sehr negativ aus. Deswegen ist es selten wirklich gut, den Wagen einfach komplett tief zu legen. Sondern man muss halt die Balance finden. Wie tief darf ich den Wagen legen, damit ich eben nicht aufsetze, aber ich trotzdem eben den Schwerpunkt von dem Wagen so niedrig wie möglich lege. Weil klar, ein niedriger Schwerpunkt sorgt für eine sehr viel bessere Performance. Deswegen fahren sich E-Fahrzeuge hier im Game im Regelfall sehr viel besser, als man denkt. Gutes Beispiel für mich da der Kia mit seinen
Was hatte er? 2 Tonnen ungefähr, bisschen drüber vielleicht sogar. Der Taycan, auch ein gutes Beispiel. 2,4 Tonnen, glaube ich, war der. Oder 2,2, irgendwas in die Richtung. Die fahren sich sehr viel besser als die als Verbrennerfahrzeuge mit einem ähnlichen Gewicht, weil der Schwerpunkt von E-Fahrzeugen einfach super gering ist. Der ist super, super tief. Und das ist da halt einfach der Vorteil von E-Fahrzeugen. Und das ist halt jetzt auch hier beispielsweise eine Sache, um den Bogen mal zu schlagen eben. Beim Aventador, der ist super flach, der Aventador. Also man schätzt ihn vielleicht immer so als Panzer ein, aber nein. Rein visuell ist das ja ein super flaches Ding. Und der Motor sitzt aber relativ hoch. Das heißt, wenn ich dann es hinkriege, den Wagen an sich 2 cm tiefer zu legen und es funktioniert, dann lege ich ja den Schwerpunkt insgesamt 2 cm runter. Und das sorgt dann halt für eine deutlich, wirklich beachtlich viel bessere Performance. Das ist im Regelfall not even close. Und ich finde jetzt auch hier gerade, was wir gebaut haben, er fährt sich insane geil. Also wir haben das notwendige Level an Aggressivität auf jeden Fall mit ihm jetzt. Aber er ist wirklich ein wahnsinnig guter Allrounder. Die Bremsen sind gut, der Durchschlag auf der Geraden ist sehr stark. Er liegt unfassbar stabil, also ich finde, das ist wirklich einer der besten Allrounder, die ich aufgebaut habe bisher im LP. Er gefällt mir wirklich gut. Vielleicht nochmal ein bisschen First-Person-Action hier. Weil ich auch weiß, auch davon gibt es einige Fans immer wieder mal. Alle paar Folgen mal kriege ich doch mal einen Kommentar von Leuten, die es cool finden, dass ich auch ab und zu mal in die First-Person gehe. Weil das die meisten eben doch nicht machen. Deswegen möchte ich da natürlich dem Wunsch selbstverständlich nachkommen, auch wenn wir hier natürlich das Blau, was wir zusammengewischt haben, nur so semi bewundern können. Ja, der Durchzug ist wild. Der Durchzug ist sehr, sehr, sehr wild. Halleluja, geht er ab. Easy, easy. Kein Problem. In der First Person fahre ich halt sehr viel schlechter. Das ist so das Problem. Aber auch das ist vielleicht eine Sache, die ich einfach lerne, wenn ich es öfter mache. Das kann auch gut sein. Boah, wirklich. Also, ich hatte hohe Erwartungen an ihn und er hat mich trotzdem positiv überrascht. Und das schaffen wirklich nicht viele Fahrzeuge. Das schaffen echt nicht viele Fahrzeuge. Er sieht geil aus, er fährt sich cool. Tuning-technisch vielleicht nochmal ein bisschen mehr, wo ich mich drüber gefreut hätte. Wie gesagt, gerade Blaulicht beispielsweise. Hätte ich cool gefunden. Aber ansonsten, wie gesagt, unfassbar geiler Wagen. Wirklich, fahrt ihn aus. Ihr macht nichts falsch damit. Meine Damen und Herren, das ist mit dieser Ausgabe gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!